Moment, privat, meine Genossen, ich bin der Russian Wolf, willkommen zurück zu Let's Play Forza Horizon 2. So, wir sitzen hier gerade in dem Ferrari Mondial, den wir uns in der letzten Folge kaufen wollten, wo sich meine das Spiel aufgehängt hat, nicht meine Xbox. So, und den werden wir jetzt tunen. So. Hey, nicht das so ist, schüchtern. Komm rein, damit wir ihn aufpolieren können. Das ist natürlich ein weiteres Auto aus dem G-Shock Carpack. Was gibt es denn hier für Motorswaps? 3,2 Liter Inline 6, ein V8 und ein V12. Aha. Dann natürlich den Standardmotor drin lassen und ihn auch auf Heck lassen. So. Aha. Sieht scheiße aus. Das sieht ebenfalls scheiße aus. Und was ist das? Aha, da macht er da oben die Klappe weg, oder was? Ja. Warum machen wir das mal einfach? Das bringt wenigstens was. So, Reifen. Nicht die besten. Sonst wird er aus... so lahm. Na, ne? Zu viel Grip und zu wenig Power. Hat er dann. So. Ja, komm. Aha. So, Felgen, die lasse ich natürlich Standard. Die kann ich natürlich auch nicht größer machen. So. Der hat schon das beste Getriebe drin. Aha, okay. Komisch. Mal gucken, vielleicht baue ich doch das Storm Island oder das Rally-Getriebe ein. Dann kann ich den ja auf. The fuck? Achso, weil der Trommelbremsen hat. Okay. Gut. Nehmen wir noch 2 cm tiefer. So, den Shit rein. Und den Shit auch rein. So, wie sieht ein Überkäfig aus? Aha. Könnten wir eigentlich reinmachen, weil das ja ein Rennwagen eigentlich ist. Da wird es zwar schwerer. Verlieren. Ja, komm, bauen wir, oder? Na, ja, das sieht irgendwie voll hässlich aus. Mach ich doch lieber nicht. So, und den können wir 59 Kilo leichter machen. Machen wir natürlich. Und da ist auf einmal dieser komische Blauton im Bild. Was wahrscheinlich nur passiert, wenn es gerade regnet im Spiel. So, Nockenwellen will ich haben. Den können wir eigentlich voll aufpumpen, glaube ich. Ich meine, wir sind jetzt schon auf A, ey. So, Ventile. Mal gucken, ob ich das Getriebe doch einbaue. Ja komm, hau rein den Shit. Vielleicht Reifen noch, die besseren? Nee, also wir sind schon auf S1. Nee, dann baue ich doch lieber noch etwas mehr Power ein. Was wahrscheinlich doch möglich ist. Ja. Gut. Dann lackieren wir den Wagen nicht, weil ich den so haben will. Gut. Ich setze mal etwas mehr auf Geschwindigkeit. Sturz hat da vorne etwas. Vorderachse etwas härter, bitte. Nehmen wir den ganz tief, so tief wie möglich, wie es halt geht. So, das hier so. Und das Diff natürlich runterdrehen. Okay. 272 schafft er. Verschleunigung bleibt gleich.
Okay, das passt. Fertig. Und es regnet. Habe ich doch gesagt, dass es immer diesen Blauton gibt, wenn es auf einmal regnet. Okay. So. Ich wollte nach Nizza. Alles klar, der Champion hat eine Ansage gemacht. Diese Autotour führt nach Nizza Massena. Seht genau hin, Nizza ist eine der schönsten Städte der Welt. Ja, so, Classic Racers. Den hatten wir auf S1 aufgebaut, okay. Mal gucken, vielleicht baue ich doch die Rennreifen drauf. Naja, auf jeden Fall werden wir hier ganz schön nass. Ja, komm, fahr ja gleich jeden Wagen einmal hinten drauf. Auf jeden Fall dreht er ganz schön hoch. Eigentlich sollte unsere Sicht hier auch noch so schlechter werden, da wir keine fucking richtige Front- und Windschutzscheibe haben und es gerade regnet. Und uns der Regen wie in unser Gesicht regnet. Deutsch, Alter. Oh, auf wen? Ach du Kacke. Shit, ey. Der fährt der eiskalt im Gegenverkehr. Soundbug. Da war schon wieder ein Soundbug. Und ich mache jetzt erstmal ein Foto. So. Okay, hier sehen wir wahrscheinlich, wenn wir nicht viel sehen, auf dem Thumbnail, aber egal. Und das gibt schon mal 100.000 Credits wieder aufs Konto. Sehr nice. Gut. Ich habe schon 260 Autos fotografiert. Okay, der erreicht aber ganz schön. Warte, wir hängen jetzt noch einen Begrenzer oder was? Der wird auf jeden Fall noch mehr schaffen können. Wow! Seht ihr das gerade richtig, dass wir zwei Ölanzeigen haben? Olio und Olio. Haben wir da noch, keine Ahnung, Benziner und Aqua irgendwas. Wow, falls es da Aqua heißen soll. Okay, der kommt auf jeden Fall sehr leicht mit dem Arsch. Okay, ich mach doch lieber die Rennreifen drauf. Wenn wir noch mehr Grip haben. Das ist schon wieder voll komisch. Der Wagen geht von in der Cockpit-Perspektive lauter als von außen. Wo hier der Auspuff ist, hinter der Sound rauskommt. Naja. Wow. Ja, der kommt sehr schnell mit dem Arsch. So, aber endlich sind wir schon da. Endlich zum Feuerwerk.
Okay, das hier ist die Classic Racer Meisterschaft. Sieht aus, als würde hier eine Doku gedreht. Ich hoffe, du zeigst der Crew, was du kannst. Okay, such dir ein Rennen aus, dann geht es los mit der Meisterschaft. Okay, die Nachbarn schmeißen irgendwie mit was rum oder so. Ah ne, das ist nur mein Vater, okay. So, ja, da fangen wir... Ne, wir fangen nicht direkt mit einem Rennen an, sondern bauen den Wagen. Okay, oder Stufenaufstieg, okay. Stufenaufstieg erreicht. Machen wir erstmal Respin und dann bauen wir den Wagen wieder auf. Oder weiter noch auf. Ey, und wir kriegen einen Lamborghini Diablo SV, sehr nice. Und die 110.000 auch noch dazu. Glückwunsch, du hast den Top-Bargeldpreis abgeräumt. Warum kaufst du dir nicht im Autosalon was dafür? Hey, wie läuft's denn so? Was kann ich für dich tun? Gib mir bessere Reifen. Zum einen. Komm, gut. So, mal gucken, was ist, wenn... Wie leichter die Felgen hier sind. Alter, ernsthaft? So leicht sind die Felgen? Wow. Gut. Das ist ja gut. Das lasse ich so. Da haben wir alles drin. Überall Käfig rein, weil der uns was bringt. So Pluspunkte bringt. Obwohl er voll hässlich aussieht, aber naja. Komm, dann baue ich noch den ganzen Shit hier rein. Ich hab schon alles, okay. Na gut. Oder machen wir doch noch die Forza-Spoiler drauf. Okay. Ein bisschen mehr Downforce. Ich meine, wir kriegen hier nur Pluspunkte. Guck mal, ich mach den Hexwaller drauf. Und vorne. Ach, vorne sieht er so scheiße aus, ey. Okay, ich lasse nur den Hexwaller drauf. Gut, noch ein bisschen Tuning. Hat die Hinterreifen etwas mehr Luft daraus. Gut, etwas noch mehr auf Geschwindigkeit setzen, weil der hing auf der Autobahn vorne schon im Begrenzer. Warte, 4,8 Sekunden und so. Okay. So. Sturz ist okay. Hinterachse mache ich auch mal Sturz. Okay. Setz mal mehr auf Kurven. 70 Kilo. 293 und wenn ich den so hab. Okay. Mal gucken, ob das was bringt. Wahrscheinlich nicht. Aber mal gucken. So. Okay, der Spoiler sieht echt scheiße aus auf dem Wagen. Genau sieht er überall Käfig. Naja, was soll man machen? So, erstmal mache ich hier wieder ein Foto. Hier ist es auch schön hell. Ja. So. Der Blick von dem Typen immer, ey. Okay, so. Okay, der lässt sich auf jeden Fall besser fahren. Mit den Rennreifen. Gut. Es ist mal wieder windig bei mir.
Oh, Ford GT40. Auch ein richtig geiles Auto. Oh, wer ist denn mit dabei? Wieder niemanden, den ich kenne. Leider. Oh, sehr guter Start. Mehr oder weniger. Boah, sieht aber auch ganz schön gut an. Yo. Komm. Oh shit. Wow. Fertig, sehr gut. Jetzt kann ich auch mal die Anzeigen besser lesen hier. Ja, zweimal Olio, Benziner und Ascuya. Ach, keine Ahnung, ich kann kein Italienisch. So. Aber lässt sich echt gut fahren. Oh, Bäume. Sehr gut. Hier können wir mal schön driften. Ein bisschen angeben. Alter, die Spiegelung im Lack, die ruckelt aber ganz schön, gerade ganz schön. Die ruckelt aber echt. Das ist komisch. Fusch am Bau. Fusch am Programmieren wohl, ja. Aber echt, fährt sich echt gut. Für so ein altes Auto. Und mal gleich gucken, aus welchem Jahr der Wagen kommt. Oh yeah. Gewonnen. Oh, das war heftig. Gut gemacht. Der Baujahr steht hier leider nicht. Das sehen wir ja gleich später irgendwann in einem anderen Menü. So, das gibt wieder gut Geld. Nice. Und auch ganz gut EP. So, das nächste Rennen. Machen wir das. Sprint, den, das Sprintrennen. Ja, oder? Ja, das Sprintrennen. Herrgott, ey. So, aus 1953 kommt der Wagen. Sehr, sehr alt. Den Wagen davon habe ich nicht fotografiert. Das mache ich dann auch mal. Wahrscheinlich der Shelby. Ja, Shelby Cobra Daytona.
haben wir schon 261 Autos fotografiert. Shit. Fahrrad scheiße. So, jetzt aber. X-te Marcel. Was es für Gamma-Tags gibt hier, ey. Aber nichts schlägt Uwe und Rampage. Oh Gott! Das war knapp. Mehr oder weniger gut gelöst. Echt super in den Kurven. So. Irgendwie ist unsere Hautfarbe dunkler geworden. Also von den Typen hier im Spiel. Merke ich gerade. Irgendwie haben wir Sonnenbrand. Oder wir werden langsam zum Neger. So, aber auf jeden Fall haben wir das dann gewonnen. Sehr nice. Es gibt wieder sehr gut Geld und auch mehr oder weniger gut EP. Ja, fast 7000. Ist doch nice. So, wir haben noch 8 Minuten Zeit für 2 Rennen und dann das nächste Auto. Wir müssen das ja unbedingt nicht hier noch in der Folge tunen. Na, keinen Wegpunkt setzen, ich will mich dahin porten, weil ich so ein volles Stück Scheiße bin. Wie der Motorrad hat. Komm, mach schneller hier. Häng dich nicht wieder auf, danke. So, los geht's. Das war ein guter Start. Auf jeden Fall besser letzte Kommen als die letzte Male. Wow. Sofort geht die 40 vorbei. Shit. Boah, der Daytona, Mann. Amerikaner. Echt, die Spiegelung im Lack bei dem Wagen ruckelt voll. Wenn jemand darauf achtet, hier links auf der Motorhaube.
Die ruckelt voll. So. Wow. Shit. Fucking Telefonzelle gerannt. Keine Ahnung, warum ich Polizeizelle sagen wollte, aber keine Ahnung. Hätte ich nicht bremsen müssen. Echt super, der Wagen. Fährt sich echt gut. Damit haben wir das Rennen auch gewonnen. Jawohl. Gut gefahren, Kumpel. Und schon wieder ein Sieg. Gut gemacht. Auf einmal klingelt schon wieder hier. Nice. Fast den nächsten Respin. So, und noch auf zum letzten Rennen. Wir werden wahrscheinlich das nächste Auto in der nächsten Folge nehmen wir, tunen wir den. So, los geht's. Ja, und mein Neffe kommt gerade wieder immer in der Aufnahme der letzten Folge. What the fuck? Vielleicht das wieder schön in der. Alles aus der Audiodatei rausschneiden. Egal, los geht's. Oh, sehr guter Start. Shit. Okay, deshalb müssen wir schnell hinter uns haben. Thank you.
Und das war die zur Kurve. Und dann haben wir die Meisterschaft gewonnen. Jawohl. Keine letzten Worte von Ben. Egal, Classic Race als Meister. Okay, das gibt nicht so wirklich viel Geld, aber immerhin etwas. Und die Sonne scheint voll ins Bild, ey. Oh, das gibt den Smoothie Spin. Okay, Leute, jetzt habt ihr die freie Auswahl. Ihr könnt euch am Treffpunkt in Nizza Massena versammeln. Dann geht es weiter mit der Autotour. Oder ihr kommt zum Fährhafen nach Nizza, von wo aus uns ein Boot zur Isola Tempesta rüberbringt. Okay. Den Spruch habe ich noch nicht gehört. Okay. So, machen noch den Respin. Komm schon. Okay, 15.000. Okay, ich bin daneben. So. Und dann würde ich hier sagen, wir sehen uns in der nächsten Folge von Let's Play Forza Horizon 2. Das ist dann hier.